Willkommen zurück, Resident Evil 7 oder Grüße aus der Hölle. Hört sich wahrscheinlich ein bisschen passender an. Wir haben gerade die alte Scheißhexe versucht zu grillen und irgendwie will das nicht so hinhauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, was haben wir gemacht? Ja, die alte gegrillt oder angeröstet vielleicht und wir suchen natürlich nach wie vor das blöde Serum, wo Zoe und die Mia retten könnte, hat sie uns so gesagt. Und das Serum sollte im alten Haus irgendwo versteckt sein bei der Ollen. Aber bis jetzt haben wir das leider noch nicht gefunden. Wir haben auch mittlerweile... Moment, muss ich kurz schauen. Müssen wir da wegpacken. Ja, wir haben mittlerweile den Feuerwerfer haben wir herstellen können. Und was haben wir noch gemacht? Die drei Hundeköpfe gefunden. Einen Krähenschlüssel gefunden. Und ja, unsere Aufgabe, wie ich schon sagte, finde das Serum. Und ich hoffe, das kriegen wir jetzt gebacken. Weil die treibt sich da irgendwo noch rum, da die Hexe. Wahrscheinlich irgendwie verröstet. Wahrscheinlich riechen wir die schon. Von Weitem. Boah, Mann. Meine Orientierung ist immer super toll. Aber das kennt ihr aus allen Let's Plays. Das ist echt manchmal... Ja, ich schäme mich schon. Hier haben wir da das Holz hochgezogen, oder die Brücke besser gesagt. Dass wir rüberlaufen können. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeinem seltsamen Medizin zu sprechen? Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe, du armseliges, verwöhntes Kind? Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig und immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armseliges, armseliges, armselig. Ja, ja. Genau, bla bla. Alles Psychopathen. So, der Krähenschlüssel nochmal. Oh, Puppenspiel. Was können wir da? Was ist das? Was zum... Ah, oh, das ist schon fast pervers. Betreffend Serum. Serum. Gehirnnerv. Peripherer Nerv. What? Serie-Serum. Ich glaube, das ist es. Wollte ich auch gerade sagen. Fuck, ey, ne. Und jetzt? Ah, okay. Die weiß immer alles, die Zoe. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit umschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ach so. Ich dachte schon, wir können jetzt diese Kiste mitnehmen und irgendwie dann was, weiß ich auch nicht, mit dem komischen, ja, kleinen Ding da. Eine Voodoo-Puppe. Ja, hübsch gemacht. Hab den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen. Seit das Kind aufgetaucht ist. Ja, es sind so arme, arme, arme Leute. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk im Geheimraum hinten in den ersten Stock gelegt, dort wird es niemand finden. Jeder Arm ist ein Zeichen des Kindesvertrauens.
Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt. Ja, scheiße. Müssen wir gucken. War dann doch nicht so einfach, wie ich dachte, dass wir einfach da ein Kästchen mit dem Serum wenden. Ah! Was ist das, eine Ratte oder was soll das sein? Irgendwie so eine halb mumifizierte. Sonst was ekelhaft. Hässliches. Ruhe in Frieden. Oh. Was passiert, wenn wir das machen? Müssen irgendwie ein Schlüssel. Die Waage scheint mit der Tür verbunden. Ja, das haben wir gesehen. Brauchen wir anscheinend irgendwie was zum Dranhängen oder so. Oh, sind dieses blöde, alte, hässliche Scheißmistvieh ich auch wieder da. Was? Was war das? Ja, Serum herstellen heißt es, die Tür überhaupt noch ausöffnen. Ja, toll. Scheiße. Die ist irgendwie jetzt voll durch. Ja, und wir gehen natürlich runter gucken. Das ist neu. Ja, das stimmt. Und hier ist zu. Hey, hör auf. Ich gehe erstmal speichern und dann gucken. Ich werde dann auch wieder wahrscheinlich die Szenen ein bisschen kürzen. Ich bin echt verdammt lange an der Kiste und da kann ja jeder dann selbst die Sachen eigentlich, wie soll ich, craften oder verbinden oder wie auch immer. Wie seht ihr das Inventar immer wieder bei mir? So, wir sind bereit, wenn die Alte es auch ist. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das dies was vom Arm her könnte sein, dass die irgendwie mutiert ist. Gott, es hat die ein Loch gebuddelt. Ah, eine Leiter hingestellt, ist echt nett. Dankeschön. Wenigstens auch auf. Das war ja von dieser Seite her verschlossen. Wollten wir auch schon durch. Was ist das? Starke flüssige Chemikalie hole ich gleich.
klar. Hallo? Plätze noch. Wir nehmen es mit, Flammenwerfer vielleicht. Die auch mitnehmen. Deswegen lasse ich stehen, wegen dem Platz. Wir hören sie. Sie da unten. Wo ist die? Bist du? Mehr. Oh, der scheiß Schreckschraube, ey. Wir finden nichts. Schön, jetzt ist gar nichts mehr da. Ein Tor versperrt den Weg. Das nehmen wir mit. Schmelzen sah das Zeugs weg, hier auch. Mann. Los geht's. Das ist trostlos hier, echt. So, hier auch. Munition. Ja, jetzt fängt eben genau das an, deswegen habe ich Sachen liegen lassen. Pulver und das können wir nachladen. So. Die alte müssen wir auch finden. Wo ist denn die? Die müssen wir noch irgendwie besiegen. Stand ja da gerade. Waren wir schon? Es geht höher hinauf. Oh, fuck, ey. Mach dir nur keine Sorgen. Die ist tatsächlich mutiert. Meine Fresse. Wow. Ich dachte, hässlicher geht nicht. Doch, geht bei dir geht das.
Die ist irgendwie, ich glaube, im Kommen. Komm mal her. Brennstoff. Natürlich, wir haben wieder alles voll. Ah, okay, könnten wir dann. Das holen wir das. Hier haust sie. Oh, die blöde. Hässliche Schreckschraube. Komm her. Mein kleiner Süßer, du weißt, ich werde dich schließlich finden. Nicht weggehen, Kleiner. Bleib doch hier. Oh Mann, nee. Boah, mach deinen Rock zu, hey. Shit, ey, ne. Abfackeln wahrscheinlich wäre besser. Hier bin ich. Ja, dann komm. Stirb endlich. Boah, das Gestühl dann noch dazu. Wo ist sie hin? So, komm, bringen wir das zu Ende. Nein, jetzt kommen die bösen Insekten da. Und tschüss. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da ist es. Was, die hässliche, ne? Oh. Wo bist du? Komm. Was macht die legt da ihre Scheißeier da. Ah, die ist so ekelhaft. Aber sowas von. Mann. Das war wahrscheinlich nicht so gut gewesen. Die eiert alles voll. Aber wirklich alles.
und wo ist sie jetzt wieder? Wo? Okay, da. Haben wir es geschafft? Bleib doch einfach tot, okay? Huh, Laterne. Das war auch eine Aufgabe. Sie besiegen, ihre Laterne nehmen und dann müssen wir jetzt dann hoch an die Türe öffnen. Und die Türe im alten Haus 1. OG öffnen. Material fürs Serum finden. Den Arm im alten Haus. Erstes OG finden. Viel zu tun hier. Ja, also wenn die mal wegbleibt, das wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre einiges einfacher. Fällt das alles in sich zusammen. Das ist ja cool. Entriegelt. Sie haben auch noch eine Kiste drin, glaube ich. Also mit dem Inventar ist dann schon knapp, wenn man so viele Sachen haben muss. Also, boah. Okay. Lassen wir auch liegen, ist wirklich jetzt eine Knappheit. Und das ist genau diese Droge, die wir da nehmen können. Das habe ich schon das letzte Mal erklärt, dass wir versteckte Gegenstände sehen. Funktioniert eine gewisse Zeit, das wird uns jetzt so angezeigt mit diesen weißen Pünktchen da. Wir eben genauso Sachen finden. Und wir müssen jetzt einiges finden. Kraut. Scheiße. Immer die Frage, wie man rankommt. Dann. Hier hat es noch was, oder? Das ist auch auf der anderen Seite. Scheiße. Mist. Genau, das hatten wir ja liegen gelassen. Vorhin. Kistchen. Da muss es doch noch was haben. Ah, der Schrank. Bye.
sind wir wieder. Platz haben. Das ist so da. Finde es, wenn du kannst. Wie was war? Oh, okay. Genau, dass wir das Zeugs wieder sehen. So. Wirkt leider nicht lange, aber ist eine Riesenhilfe. Das ist schon mal nix. Messer wäre natürlich besser. Irgendwas mache ich wahrscheinlich falsch, keine Ahnung. Aber. Oder übersehe jetzt immer was oder wie? Irgendwie gerade voll den Hänger. Nehmen wir noch. Ach so, genau. Ich habe das ja nämlich vergessen zu sagen. Also ihr habt mir das, glaube ich, noch kommentiert gehabt. Aber weil ich es schon fast durchgezockt hatte. Die Münzen habe ich auch spät jetzt mitgekriegt. Jedenfalls, wenn man eine im Gepäck hat, helfen, also unterstützen die, dass wir jetzt hier die Verteidigungsmünze, sprich, sind wir ein bisschen besser verteidigt. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt ganz viele verschiedene.
Leben erhöhen oder irgendwie so. Und die muss man einfach nur im Inventar tragen. Also die werden, ich glaube, nicht mal verbraucht. Das testen wir gleich. Nee, die werden nicht verbraucht. Das ist eigentlich der Sinn dieser Münzen, die wir da gefunden hatten. Speichern. So, jetzt hoffe ich auf gutes Gelingen endlich. Jetzt haben wir ja die Laterne von der Alten dabei und jetzt gehen wir nämlich zurück, weil wir konnten ja vorhin eine Türe nicht öffnen, wo ich noch gesagt habe, wir brauchen irgendwie was, ein Gegengewicht oder so, und da war ja auf der einen Seite eine Laterne, also werden wir jetzt auf der anderen Seite versuchen, die Laterne von der alten Hexe ranzuhängen und hoffentlich das dann mit Erfolg. Was ist denn da los? Hä? So, jetzt sollte... Ja, genau, das war hier. Jetzt hoffe ich, das klappt. Ha, sehr gut. Immerhin, was das funktioniert hat. Okay. Gar nichts da. Gott. Sind wir alleine hier? Wahrscheinlich nicht. Solche Spiele mag ich dann gar nicht. Ich weiß, ob jemand da ist oder nicht. Mann. My family. Evelyn. Oh Mann, hey, nee. Sowas hasse ich dann echt. Wir finden einfach nichts. Teddy. Okay, es war ein Teddy wahrscheinlich. Mutiert der jetzt auch, oder was? Hässliches Teil, ey. Scheiße, und jetzt? Ein Bild. Jetzt wird es noch schlimmer hier, oder wie? Bewegt sich was?
müssen da rein. Mann! Scheiß Puppen, ey. Ist das hässlich, ey. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Ja, hier stimmt überhaupt nichts. Nicht nur mit ihr, wer auch immer ihr, sie, wer auch immer sein mag, ist mir egal, aber hier stimmt gar nichts. War das die Stimme von der Mia? Oh, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ball am Boden. Okay. Oh, ich hab Schiss. Könnten wir nicht jetzt einfach die Sachen finden und das abschließen und das Serum herstellen und von hier verschwinden? Wahrscheinlich nicht. Ein Plan. Oder was ist das? Seriearm, ja. Leute, wir haben's. Juhu. Wir nehmen das mit. Jo, tut mir echt leid. Na los. Ja, ist hässlich, aber wir müssen das jetzt tun. Und es tut mir leid. Es tut ja nicht mehr weh, ne? Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Boah. Gott, ey, das ist ja... Shit. War das Mia? Ich krieg einen Anfall gleich. Es war zu lange ruhig. Nee, das ist aber nicht wahr. Wir machen wieder zu. Das wollten wir lang. Mann, ja. Die Viecher, muss ich jetzt sagen, nach der Zeit, wo ich jetzt gespielt habe, finde ich hier am unpassendsten. Es ist ja auch unrealistisch, das ist ganz klar, aber das, die machen es irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß, dass solche Tierchen zu Resident Evil gehören und die waren, ich glaube, schon immer irgendwo mal dabei, aber jetzt hier ist so ein Gruselflair und auf einer Weise, also auf einen Weg so realistisch, auf der anderen Seite natürlich auch nicht. Die nehmen das
das ist irgendwie ganz... Die hätten sie weglassen und irgendwie eine andere Lösung finden können, dass die irgendwie mutierte so Menschen, so wie die Mia, wenn sie durchdreht. Ja, kommt's mit, kommt mit. Boah. Genau, so und tschüss, wir sind mal weg. Okay. Ich möchte doch nur das Serum her. Okay. Hallo? Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Gut, und was uns im Wohnwagen erwartet, würde ich jetzt sagen... Das seht ihr das nächste Mal und hoffentlich glaubt das wirklich, dass wir das komische Serum herstellen können. War schön, wart ihr dabei. Und bis zum nächsten Let's Play Resident Evil 7.